Herzlich willkommen bei 5 Minuten für Wein am Limit. Heute geht es um Deutschlands Weintalente, vor allen Dingen um Seiteneinsteiger. Deutschlands Weintalente haben wir bei Wein am Limit so eine kleine Sektion eröffnet vor einiger Zeit, weil wir wollen natürlich auch ganz klar dieser Bewegung bzw. den interessanten, spannenden, neueren Winzern eine Plattform bieten. Und ja, das hat sich ganz gut angelassen und deutsche Weine sind natürlich in aller Munde, kann wirklich sagen, auf der Welt, haben sehr, sehr guten Namen. Wir haben das richtige Klima, wir haben die richtigen Böden. Ich fand, eine gewisse Zeit waren mir die Weine viel zu langweilig, sind auch immer noch, das gibt es aber überall. Aber was vor allen Dingen in Deutschland ist, wir haben eine Bewegung von vielen kleineren Produzenten, die interessante Impulse liefern, die sich vielleicht ein bisschen mehr zutrauen, die ihren Fokus mehr auf das Handwerk widerlegen, die Bock darauf haben vor allen Dingen. Und klar, Bio und teilweise sogar auch ein bisschen in der ganzen Weinbereitung mal das Next Level ansteuern. Das heißt also weg von den konventionellen Weinen hin zu wirklich eigenständigen, charaktervollen Weinen. Drei Weine stehen auf dem Tisch. Ich fange mal an. Wir gehen mit dem ersten Wein nach Franken zu Christian und Alexandra Ehrlich. Christian ist aus Rödelsee, Alexandra aus dem Saarland. Er ist Seiteneinsteiger, sie auch. Und Rödelsee ist Keuperboden, das heißt also, wir sind an den Hängen des Steiger, auf Steigerwalds. Rödelseer Küchenmeister hat man manchmal so gehört, wenn man sich auskennt in der Weinbranche oder mal von Franken gehört hat, kommt diese Lage, ist eine der besten Lagen in Franken. Dann noch die Schwanleite, eine andere Lage. Also, sie haben angefangen 2008 mit weniger als 50 Rebstöcken und die Reise ging dann, naja, immerhin rapide. Mittlerweile ist man so bei 4 bis 5 Hektar, immer noch ein sehr, sehr kleines Weingut. Und dieser Wein im Speziellen ist ein 2018er, heißt Weiße Cuvée, einer der Vorzeigeweine des Hauses, der auch so ein bisschen durch einen Zufall entstanden ist, weil einige Fässer, in denen diese Weine reiften, liegen geblieben sind und man festgestellt hat, wow, die längere Reifung tut denen gut. Das ist das Storytelling. Rebsorten hier drin, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc und natürlich Silvaner. Das gehört dazu, das ist die Rebsorte Frankens. So, man sieht schon hier, kräftige, intensive Farbe. Ne? Das ist also schon, ich gucke gerade mal beim Alkohol 13,5, naja, das ist das neue Normal. Wobei auch nicht so wichtig, ist immer nur ein statistischer Wert. Also man sieht auf alle Fälle schon, dass es das hier schon ein Wein ist, der ein bisschen Struktur hat, beziehungsweise der ein bisschen kräftiger ist und ein bisschen öliger, intensive, leuchtende Farbe. 2018 in Deutschland ja ein, ich sag mal, am Ende dann doch für viele auch wieder überraschendes Jahr, weil es doch sehr, sehr warm war und dass die Weine dann doch alle eine schöne Kühle und eine Frische mit sich brachten. Das gucken wir mal, ob das so ist. Das ist schön. Mag ich die Nase, kann ich sagen, warum? Weil da kommt wunderschönes Aroma raus, das ist so ein bisschen dieses Marille, was der Sauvignon bringt. Geil, das ist schön, das ist auch kühl trotzdem, kühl vor allen Dingen, denke ich mal hier, weil der Silvaner so eine bestimmte, eine erdige Note bringt, der vielleicht auch nicht ganz so super aromatisch ist. Das gleiche gilt ja für Weißburgunder, also hat der Sauvignon sozusagen hier in diesem kleinen Dreierrenden die Führung übernommen, zumindest in der Aromatik. Und das Holz ist auch sehr, sehr gut eingebunden. Es schmeckt jetzt oder es riecht nicht wie so ein Sägespänwerk oder irgendwo beim Schreiner um die Ecke. Sehr schön. Aromatisch, sehr fein, sehr duftig, kräuterwürzig so. Und noch eine schöne Komplexität, muss man sagen. Also die Blends bzw. die Cuvées, manchmal ja auch der gemischte Satz, wobei das wieder ein anderes Thema, hier ist eine Cuvée. Über die Cuvée kann man ja auch viel steuern. Man kann so ein bisschen die Vorteile der einzelnen Rebsorten nutzen, um sie dann eben wie so ein kleines Puzzle zusammenfügen. Und ja, das würde ich sagen hier, aromatisch sehr gelungen. Ich muss ja sagen, ich mag die Franken. Die sind immer so kernig und die sind auch immer richtig schön trocken. Und die haben auch immer einen sehr, sehr schönen Ausdruck, die Weine. Die haben immer dieses richtig hinten raus, dieses Würzige. Das hat der. Der hat auch eine tolle Säure, eine schöne Frische, so eine angenehme Bitterkeit, die sicherlich ein bisschen vom Holz kommt, die aber trotzdem, ja, würde ich sagen, nicht unangenehm ist. Weil bitter ist ja häufig für viele Menschen immer noch so, bloß nicht, nee, im Gegenteil. Gibt so eine schöne Herbheit rein, einen schönen Extrakt, toller, auch eine schöne, so von der Anmutung am Gaumen, schön cremig. Wunderbarer Weißwein, sicherlich kein Leichtgewicht, aber auch kein absolutes Schwergewicht. Sehr ausgewogen, sehr interessant, bietet halt sehr, sehr viel. Vor allen Dingen hinten am Gaumen finde ich ihn richtig schön, hat viel Spannung, viel Energie. Hm.
Und was man sagen kann, die beiden bewirtschaften ihre Weingärten wirklich mit Liebe. Ein ganzes Team hat sich darum gebildet. Und was ganz wichtig ist, biologisch. Das heißt also, hier finden ganz, ganz viele konventionelle Produkte finden hier nicht statt. Also man muss sagen, bei diesen Seiteneinsteigern, sie sind manchmal auch nicht so belastet. Sie sind manchmal vielleicht ein bisschen, ja, ideologisch ist das falsche Wort, aber sie haben Ideale. Und sie möchten was bewegen, sie möchten was neu machen, sie möchten was vernünftig machen. Und ich kenne so manchen traditionellen Betrieb, wo, ja, ich sag mal, die Last der vorherigen Generation auf die andere dann sozusagen übergegangen ist und manchmal eben gar nicht so damit gut mit klargekommen ist. Aber natürlich, klar, Wein ist Generationenvertrag, aber die Seiteneinsteiger bringen, glaube ich, sehr viele interessante Impulse, kommen ja auch aus ganz anderen Berufen, bringen also dementsprechend auch nochmal einen ganz anderen Fokus rein. Und wo wir bei Fokus sind und anderen Berufen, sind wir bei Klaus Lüthmer, der mit seiner Frau Christiane, ja, Frau Lüthmer, mit dem wunderbaren Etikett, ich muss sagen, das ist das lässigste deutsche Weinetikett, was ich gesehen habe. Frau Lüthmer raucht gerade eine Zigarette und eine Zigarette auf dem Weinetikett habe ich noch nie gesehen, aber sieht so mega aus, ist ein absoluter Hingucker. Kennt man wahrscheinlich gar nicht, weil die Menge ist so gering, das sind nur ein paar Rebstöcke, die wollen natürlich jetzt auch größer werden und wir gehen in eine Region, die in Deutschland sowieso wahrscheinlich ein bisschen unterrepräsentiert ist, aber warum? Es gibt auch nicht viel, viel wird regional getrunken. Wir gehen in die Saale-Unstrut, also irgendwo bei Halle an der Saale, da irgendwo in der Nähe von Leipzig sozusagen. Mitteldeutscher Landwein ist das hier, ein Frühburgunder. Und Klaus ist eigentlich Kameramann, weitgereister Mensch und hat ein Buch von Stuart Pigott gelesen, ist dem Spätburgunder erst verfallen, dann im späteren Leben dem Frühburgunder und den hat er dann auch gepflanzt, weil in diesem Landstrich hat man ihm dazu geraten, dass der Frühburgunder, weil er eben früher reif wird als der Spätburgunder, wir sind im kontinentalen Klima, heiße Sommer, kalte Winter, der Frühburgunder eben auch reif wird und das beim Spätburgunder nicht immer der Fall ist. Das hat sich natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Insgesamt muss man sagen, Saale-Unstrut ist fantastisch, ist wunderschön, ist mittelalterliche, sozusagen im Mittelalter gegründet, hat sozusagen von Franken kam der Weinbau sozusagen hierhin in dieses Gebiet. Kalkboden vor allen Dingen, Muschelkalkböden. Und die Lage, wenn man die nicht gehört hat, Weihschützer, Nüssenberg. Ja. Für ihn ist es sicherlich wichtig, für euch Leute ist es wichtig. Es gibt hier Wein und ich muss sagen, als ich das erste Mal getrunken habe, auf die Empfehlung von Stuart Pigott, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Frühburgunder, ansonsten in Deutschland, findet man ja vor allen Dingen an der Ahr. Natürlich Franken natürlich und eben jetzt hier. Also, er auch hier bei dem Wein, er schreibt Handwerk drauf, ganz, ganz bewusst, alles handwerklich, Fassausbau, aber gebrauchte Fässer und. Mehr kann man eigentlich nicht machen, um schönen Wein zu machen. Ja, das ist echt ziemlich cool, muss ich sagen. Der hat eine irre Nase, sowas, ein bisschen was Kräuteriges, was ein bisschen sowas Herbgrünes, was ich aber nicht negativ finde. Also dieses Herbgrüne, was so an rote Paprika vielleicht erinnert. Unglaublich, eine Gewürzbox. Also in einer Blindprobe würde ich vielleicht auch nicht gleich auf Früh- oder Spätburgunder gehen, wenn ich die Augen zu hätte. Führt mich das fast an die mittlere Loire, also mit anderen Worten, zu Cabernet Franc, der ja auch so ein bisschen in dieser würzigen Richtung unterwegs ist. Wobei hier von der Farbe her ist er natürlich klar, wie so viele Burgunder, eher ein bisschen leichter, ein bisschen transparenter. Irres Teil, Leute. Also das ist immer wieder ein Wein, behaupte ich, der sprengt die Grenzen oder die Vorstellungskraft derer, die meinen, alles zu kennen und alles zu wissen. Einfach sehr, sehr schön die Nase. Die Anmutung ist sehr klar, es ist nicht überholzt. Der Wein ist sicherlich nicht filtriert. Der Wein ist so, wie er ist, er wirkt sehr naturbelassen. Das heißt also, hier wirkt so wirklich, wie er gewachsen ist, irgendwie auch irgendwo mit dieser Lage sicherlich verbandelt und eben der Ausdruck. Wunderschöne Nase, köstlich. Könnte ich mich dran tötrige, no, sagt man doch so, ne? Bist du da nicht aus der Ecke da? Sachsen-Anhalt. Genau. Ach so, ja gut. Das ist Sachsen-Anhalt hier. Also, sorry mal. Ja. Also, ein bisschen was kenne ich auch davon. Aber wir haben Leipzig ist dann wieder Sachsen. Aber wir haben einen anderen Akzent. Klaus lebt ja in Berlin. Würde mich auch mal interessieren, wie er da hingekommen ist.
schöne Herbheit, so ein bisschen pikant, etwas würzig, etwas schokoladig, vielleicht ein bisschen das vom Holz, aber auch der Wein hat eine tolle Struktur, hat einen schönen Ausdruck, das macht richtig Freude. Ist ein absoluter Exot, glaube ich, nicht nur in unserem Sortiment, sondern im gesamtdeutschen Kontext zu sehen. Gemacht von jemandem, der einfach mal mit ganz anderen, unter ganz anderen Prämissen hingegangen ist und gemeinsam mit seiner Frau oder die beiden, eben die Lüthmars, sind beide da hingegangen, um, glaube ich, ich sag mal, aus so einem, vielleicht einem Feierabendprojekt oder so ein zusätzliches Projekt etwas zu machen, etwas zu kreieren, was man auch so ein bisschen vielleicht in die Zukunft, was für die Zukunft interessant ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Wein. Es gibt überhaupt gar keinen echten Vergleich. Also ich kenne zumindest nichts Bekanntes. Wenn ja, mag sein, aber für mich ist es absolutes Neuland. Großartig. Schöne Würze. Der Pinot ist vielleicht ein bisschen, also Spätburgunder wäre wahrscheinlich ein bisschen fruchtiger, ein bisschen mehr auf der Kirsche, auf der Johannisbeere daherkommt. Hier eher so ein bisschen auf der Spicy-Variante und Klaus war ja durch seine Recherchen irgendwann dem Frühburgunder verfallen. Ich kann es verstehen. Richtig köstlicher Wein, eher elegant. So, und vom Früh zum Spätburgunder zu einem weiteren, ja, doch kann man trotzdem sagen, weil der Weinhandel ist nicht die Weinproduktion. Kommen wir zu Daniel Twardowski, zu einem ehemaligen Weinhändler. 2006 hat er mit diesem Wein angefangen. Ich beobachte den Herrn oder den Daniel schon seit einigen Jahren. Immer wieder auf Blindproben begegnen mir seine Weine mit einem meistens niederschmetternden Ergebnis. Nicht für ihn, sondern für die anderen. Extrem, natürlich klar, ehrgeizig. Aber das finde ich, da ist nichts falsch dran, im Gegenteil. Ich glaube, er ist sehr überzeugt von dem, was er tut. Und ich denke, so wenn ich die letzten Jahre jetzt beobachte, dann kann man das auch sein. Spätburgunder ist ja in Deutschland seit dem Mittelalter durch die Zisterzienser hingekommen. An der Mosel, zumindest nach meinem Dafürhalten, es gibt ja schon ein paar Produzenten, die sich damit produzieren oder die das produzieren. Markus Molitor zum Beispiel war einer der ersten, auf den ich aufmerksam geworden bin. Hier würde ich aber sagen, kommen wir echt irgendwie für mich zumindest in persönliches Next Level. Daniel Twardowski ist in Dron, das ist ein kleiner Seitenfluss der Mosel, der Mittelmosel. Er hat partiell die alten Rebstöcke umgepropft, das heißt also sozusagen die Rieslingreben, die Wurzel gelassen, obendrauf einen Edelreiser wieder neu gepropft und dann Spätburgunder gepflanzt. Teilweise hat er Neuanlagen, da kommt dieser Wein raus. Das heißt alles Steillage, alles Schiefer und das ist auch genau diese Kombination, die in der Welt des Weines doch was Besonderes ist, vor allen Dingen für Deutschland. In Deutschland haben wir mehr Pinot Noirs oder viele Pinot Noirs, die eben in dieser Kombination Schiefer mit Pinot eben aufwachsen. Und dadurch so, man nimmt mal die A, man nimmt mal den Assmannshäuser Höllenberg, also alles richtig coole Lagen. Und natürlich, klar, auch durch das Klima, das sich ändert, ist das vielleicht mal, ist das jetzt erst richtig interessant geworden. Vielleicht war es früher zu kühl, ich weiß es nicht. Daniel ist da seit 2006. Er hat natürlich durch seine Beziehung, der war im Feinweinhandel tätig, sehr gute Beziehung nach Frankreich. Ich denke, auch Frankreich ist sicherlich inspirierend für ihn. Gleichzeitig hat er Fässer von der Romani Conti teilweise, also gebrauchte Fässer. Das ist natürlich immer eine ganz gute Sache, weil da hat schon mal jemand vorher schon mal richtig gutes Material ausgesucht und. Das ist jetzt sozusagen hier sein Einstieg. Ich habe eben noch mal aufs Etikett geguckt mit 11,5. Die Weine auch hier werden naturbelassen, soweit man das sagen. Ich finde das Wort naturbelassen, sagen wir so. Sie werden mit möglichst wenig Intervention hergestellt. Das sieht man auch hier wieder. Und man kann eigentlich große Weine nur machen, wenn man seine Weinberge wirklich liebt und pflegt und hegt und wie einen Garten bewirtschaftet. Er ist nicht irgendwie mit einem Biosiegel oder sonst was ausgezeichnet. Klaus auch nicht. Aber ich denke, wir kommen der Sache hier schon ziemlich nahe. So, Farbe auch hier wieder transparent. So ein bisschen eben das Schmutzige kommt eben, das oder dieses nicht ganz Klare kommt eben durch das Nicht-Filtrieren. Alter Verwalter, ey, das ist aber auch, gut, das ist vielleicht natürlich auch dieser Jahrgang 19, den ich insbesondere fantastisch finde, weil er so eine Intensität gebracht hat, gleichzeitig bei einer unglaublichen schönen Fokus und für die Winzer, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannendes Jahr war, vor allen Dingen für den Pinot. Ja, hier kommt natürlich alles, ist alles drin, ist ein bisschen Reduktion drin, das heißt, ein bisschen Luft tut ihm gut, deswegen schwenke ich die ganze Zeit hier das Glas. Da hast du diese roten Früchte, Rhabarber, Johannisbeere. Du hast aber einen Schwall an Wein, an Weinaromen, der hier rauskommt. Also drei Weine, das ist viel in 5 Minuten.
Wie viel sind wir schon? 15. Ja, super. Das passt doch. Ja, ist immer eine 5 dabei. Also herzlich willkommen bei 15 Minuten für Wein am Limit. Irres Teil. Ja, könnte ich mich dann nicht riechen, ne? Ist das jetzt mal Saale in Street? Na, ja, das war mehr sächsisch, ne? Ja. Ne? Nü? Nü, nü. Geile Nase. Irre. Also, ja, klar, Frankreich kann sicherlich irgendwie, Frankreich spielt häufig immer die Blaupause für viele, aber ich glaube, so in dieser Kombination mit diesem balsamischen Duft, diese starke Würze, die Franzosen pflanzen ihre Pinots meistens auf Kalkboden, in einigen Teilen Deutschlands ja auch, sie in Baden zum Beispiel, aber hier eben in dieser Kombination spannend. Gibt so eine, fast so eine flaumige, leicht so eine, ja, so ein wie Zwetschgenmus, so bittersüße Note. Extreme Leichtigkeit, was ist aber total super, wie Mozart. Leicht geht das über die Zunge, das geht leicht in den Rachenraum. Diese ganzen Aromen, alles sehr fein, sehr dezent, super feine Gerbstoffe, extrem filigran gearbeitet. Ein köstlicher Wein, das macht richtig Bock. Das ist natürlich was ganz Besonderes, aber ich finde mal so im internationalen Kontext, muss man sagen, ist das richtig, richtig günstig. Da würde ich wirklich sofort zuschlagen. Wir haben sofort zugeschlagen, kann man sagen. Also in dem Moment, wo es die Opening gab, mit ihm zusammenzuarbeiten, haben wir gesagt bei Wein am Limit, das ist super, es passt richtig. Alle drei, wie ich finde, drei Top-Sachen. Das ist Pinot Noir Next Level, Frühburgunder und einmal eine Cuvée aus Franken, die es richtig krachen lässt im Glas. Alles drei Seiteneinsteiger, alles drei Leute. Die zeigen, dass ja, mit ein bisschen Mut, mit Spaß, natürlich ein bisschen Geld, aber vor allen Dingen, glaube ich, viel Zeit, viel, ja, viel Opfern, persönlichen Opfern, man sowas machen kann. Und das ist alles drei, wo ich sagen würde, da sind wir in dem Bereich, wo wir ganz, ganz weit vorne sind. Also mit anderen Worten, von 0 auf 100 mit anderen Worten. Mega. Ich wünsche euch was. Mehr Spaß im Glas. Mit deutschen Weinen geht das auf alle Fälle. Mit Seiteneinsteigerweinen geht es sogar richtig gut, habe ich gerade festgestellt. Dreimal richtig, richtig Seiteneinsteiger. Spaß im Glas. Tschüss.